Spotpass-Inhalte für die Software wurden heruntergeladen. Wir Spotpass erhalten 1 Million Rubine. Wir Spotpass erhalten Lebensbaumfrucht erlesen mal 5. Wir Spotpass erhalten Lichtfrucht erlesen mal 5. Wir Spotpass erhalten Ausdauerfrucht erlesen mal 5. Wir Spotpass erhalten Wasserfrucht erlesen mal 5. Und das ist alles? Ja, okay. Ich hatte damit eigentlich nicht gerechnet, aber okay. Lass mir das dann mal so stehen. Ich begrüße euch auf jeden Fall zurück zu einem neuen Part von Hyrule Warriors Legends. Und wir gehen gleich weiter, wenn ich kurz eine Kleinigkeit gemacht habe. So, das war jetzt mir ein bisschen zu laut. Ich hoffe, das war jetzt für euch okay. Es war bei euch nicht zu laut, aber mir war es jetzt ein bisschen zu laut, warum auch immer. Wir machen weiter im Legendenmodus. Und ja, wir haben erfahren beim letzten Mal, dass der König von Hyrule tatsächlich, seine Aufgabe gezeigt hat, beziehungsweise dass er sich gezeigt hat. Und ja, das finde ich interessant. Und anscheinend können wir ihn ja auch schon spielen, wenn wir tatsächlich schon ein Herzteil für ihn finden. Was ich auf jeden Fall mal krass finde. Aber ich würde sagen, es wird langsam Zeit, dass wir mit Hyrule Warriors Legends durch werden kommen. Ich will nämlich noch ein LP starten danach im Übrigen, bevor das Breath of the Wild kommt. Deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, bald in der nächsten Zeit jetzt das schnell abzuhandeln. Und es geht jetzt zur Rückeroberung der Dunkelheit. Mal sehen, was da so abgeht. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Tetra. Ich denke mal, es ist so wie die drei hier sind sowieso, wobei ich Lana kurz noch ein bisschen aufstufe, wenn ich das so sehe. Die mache ich nochmal 35. Da wir jetzt ein paar Rubine bekommen haben, können wir uns das mal gönnen, würde ich sagen. Warum können sie nicht so ein geiles Geschenk für die Wii U-Version machen? Als ob man da mal 100 Rubine geschenkt bekommt. Naja, komm, wie gesagt, ich ein Tetra. Wie gesagt, macht ja eh keinen Zweck, Sinn oder nicht Sinn. Ist ja egal. Und wir nehmen ja ihren Piratensee, was anderes können wir ja nicht nutzen. Und die Fee, gute Frage. Ja, komm, ich bleibe aber bei Fosa. Die ist am stärksten. Link, Lana und Tetra heeded the ancient king's advice and headed for a place of great darkness. Tetra resolved to fight alongside Link and Lana until this world had returned to normal. For she knew she could not sit idly by if someone lurking in her own world was the reason behind these strange happenings. Upon nearing their destination, the trio could feel the power of the darkness grow stronger. As the darkness enveloped her, Lana began to strongly sense Sia's presence in the land. Oh, ob wir tatsächlich auch wieder Sia sehen werden? Wer weiß. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen direkt los. Tatsächlich können wir auch schon direkt den König spielen. Ja, aber das tue ich, wie gesagt, nicht, da er Stufe 1 ist. Wir werden ihn schon noch zu Gesicht bekommen, aber noch nicht sofort. Jetzt erstmal Tetra an der Reihe. Und wir gehen tatsächlich in den Tempel von Sia. Warum auch immer wir hier hingehen. Ich wüsste nicht, was das für einen Sinn hat, aber na gut. Tempel der Seelen. Natürlich heißt er aber. So oft wie man hier gegen Zia gekämpft hat. So, dann zeig mal, Tetra, was du so drauf hast. Ich kann Zias Anwesenheit spüren. Dies ist ein Nachbild der Schattenwelt. Wenn wir es vertreiben, kann Zia gerettet werden. Okay, das ist ja gut. Oh, müssen jetzt hier diese Böden sein. König Daphnos rückt gegen Dunkel Zia hervor. Okay. Dunkel ist Zia auch noch. Trotz allem, was war? Wir müssen Zia helfen, Link. Vertrauen wir Lana. Wow, und ich muss sagen, wehre Dunkel Zia ab. Okay, na das hört sich ja super an. Wie geht ab? Der Feind hat in mehreren Festungen Verstärkung erhalten. Na klasse, das geht ja gut los. Wir kommen noch immer Verstärkung aus den Festungen. Das sollten wir unterbinden. Oh, wenn ich das schon wieder so sehe, Ja komm, zeig mal dein Special. Wobei, ich glaube, den haben wir schon mal gesehen. Beeilen wir uns und holen Sia da raus, bevor noch mehr Feinde auftauchen. Na, verdammt, ich hasse diese Gyptos. Ich hasse sie. Rufen wir zum Ausgleich einige eigene Verstärkungen. Warum kommt ihr nicht früh auf die Idee? Auch wenn ich sehe jetzt erst das zu. Die Boten rücken in die Festung, um Verstärkung zu holen. Eskortiere einen der Boten zum Ziel.
Ja, ich habe ja schon aufgeräumt, das soll wohl klappen. Die gibt uns Rücken Richtung den Boten vor. Na komm, dann Link. Dann verteidige du mal den Boten da. Die Boten dürfen nicht fliehen. Der Bote hat den Westroten Garten erreicht, Rosengarten erreicht. Daneben. Pfusch. Oh, mit Link ist das so viel angenehmer, muss ich tatsächlich sagen. Ah, aber komm, ich will ja nicht nur mit Link spielen, weil das ja sonst so einfach ist. Ich will es mir doch ein bisschen schwer machen. Wenn ich schon auf einfach spiele, dann muss ich es ja doch ein bisschen spannender gestalten. Die Boten haben sich zurückgezogen. Na dann. Hylianische Verstärkung ist eingetroffen. Ich kann Sias Anwesenheit spüren. Sie muss hier irgendwo sein. Okay. Ach, könnt ihr euch noch damals erinnern auf der Wii U-Version, auch wo wir dann gegen Ganondorf tatsächlich auch gekämpft haben hier. Oder Ganondorf zum ersten Mal seine Präsenz gezeigt hat. Ja, das waren noch Zeiten, obwohl das noch gar nicht so lange her ist eigentlich. Aber die hat schon krasse Moves drauf, muss ich sagen, die Kleine. Das will ich nicht bestreiten. Also die hat schon was auf dem Kasten. Wenn man so ordentlich trainiert, dann kann die bestimmt ordentlich gedeihen. Oh, aber das wird dann. Ja, mal sehen. Ich würde ja so gerne machen, dass ich die Rubine auf meine Wii U-Version transferieren könnte. Aber gut. Ach, die hat sogar auch einen Boomerang tatsächlich. Die ist auch tatsächlich ein Boomerang. Nicht schlecht. Und wie komme ich da rein? Na, ich glaube, ich muss tatsächlich zu Dunkelzieher gehen. Aber ich will noch den Schleim voll besiegen, weil das mir auch nochmal Rubine bringt. dass ich echt wegen dem Geld da hinterher gehe. Ja, keine Bomben. Den hier will ich schmeißen. So, Kaboom. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Nee. Nochmal. So, jetzt. Weil ich hier auch nochmal Bomben schmeißen will. Aber da ist natürlich noch ein Krug drin. Weil irgendwo ist natürlich auch wieder Herzteil und Herzcontainer, die wir natürlich auch sammeln wollen. Im Übrigen kann ich ja nochmal so sagen hier, dass ich ein bisschen motiviert bin tatsächlich. Ich frage mich, wie das kommt. Weil ich gerade eben schon aufgenommen habe. Ach ja, ich muss jetzt zu Dunkelzieher. Ach, die haben Gypto besiegen. Das ist krass von denen. Das ist eine gute Sache. Und zwar habe ich vorhin mit dem guten Kai und dem guten Mario Metroid Prime Federation Force wieder aufgenommen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch. Boah, hier geht ja die Sause ab. Dann empfehle ich euch, eben da auch mal unbedingt reinzuschauen. Ich hoffe, ich habe es verlinkt. Ich hoffe, ich denke dran und das mache ich jetzt mit Link. Das geht schneller. Ich gehe mit Link dahin. So, erstmal hier noch ein bisschen aufräumen, dann gehe ich mit Link dahin. Aber bei den besiege ich noch schnell. Noch schnell in den Kreis rein und weg. Ja, das ist schon Metroid Prime Federation Force. So viele Dunkelzieher wurde angegriffen, hat sich voll zurückgezogen. Okay. Die Gestalt in Schwarz ist abgehauen. Okay, warum das? Das muss warten. Zuerst müssen wir diese Seer finden. Okay. Wehre Dunkelzieher ab. Alles klar. Lana, teile deine Magie mit Seer und hole ihre Seele aus der Dunkelheit. Gut, ich versuche es, Seer. Dieses Mal werde ich dich retten. Versuche es. Und ich wollte eigentlich zu ihr gehen. Das gibt's ja nicht, dass sie tatsächlich. Sia wurde vor der Dunkelheit gerettet. Wo bin ich? Lana, hast du mich gerettet? Kommen wir nicht in die Festung rein. Sia, endlich sind wir wieder zusammen. Helft mir, sie braucht Ruhe. Oh. Dann schlagen wir hier auf hier für eine Weile unser Hauptquartier auf. Okay. Die Bedingungen für eine Niederlage haben sich geändert. Sie darf nicht fliehen und das Hauptquartier darf nicht fallen. Die Festungen der Truppen sind teilweise geöffnet. Na klasse, jetzt geht der Ansturm los. Die Truppen von Dunkelzieher rücken Richtung gegen Sia vor.
Die Monster rücken vor, sie sind bestimmt hinter Eurasia her. Eurasia. Ja, dann wird es Zeit, die mal abzuwenden, würde ich sagen. Noch nicht transportbereit, wir müssen sie beschützen. Noch nicht transportbereit. Dann werde ich sie ebenfalls beschützen. Lana, gib du die Anweisungen. Ich kann doch erstmal einen Triforce machen. König Daphnos ist nun als spielbarer Kämpfer verfügbar. Na, das ist ja auch krass. Die Truppen von Dunkelzieher nähern sich hier. Also dann würde ich wahrscheinlich sagen, mit den anderen, also mit Tetra und mit Link, werde ich die Festung erobern und mit Lana dann in dem Moment, wenn es darauf ankommt, danke Lana, die anderen da besiegen. Also die Anwender haben vielerorts Verstärkung erhalten. Oh, dass man auch exakt immer richtig treffen muss. Ja, und das zu, natürlich. Ah, war ja auch wäre auch zu schön gewesen. Ja, dann gehe ich mal hier auf die andere Seite. Wenn wir die Monster zurückschlagen, zeigt sich die Doppelgängerin vielleicht wieder. Ja, das lag auf der Hand. Dann müssen wir Sia beschützen, bis ihr dunkler Zwilling wieder auftaucht. Aber mit der macht es nicht schlecht. Besiege die Monster und locke dunkel Sia hervor. Alles klar, wird erledigt, wenn ich mich noch um den hier gekümmert habe. Sia kämpft mit den Truppen von Dunkelzieher. Sia darf nicht fliehen. Die Truppen von Dunkelzieher haben weitere Verstärkung erhalten. Noch mehr. Sie rufen immer Verstärkung, das nimmt kein gutes Ende. Ach, die werden hier nicht weiterkommen. Retten wir Sia, bevor mehr Feinde auftauchen. Dann ist es zu schaffen. Es werden immer mehr. Wir müssen irgendwas tun. Irgendwann geht es ihnen sicher die Verstärkung aus. Irgendwann am besten ihre Festung. Alles klar. Erobere die Festung von Dunkelzieher. Zieher kämpft mit den Truppen von Dunkelzieher. Da machen wir mal einen schicken Marschbefehl. Nein, halt, stopp. Halt, stopp, du gehst in die Südwest-Magiekammer. Das wäre mir sehr gelegen, wenn du das machen würdest, Link. Von diesen gefährlichen Monstern darf keines übrig bleiben. So, jetzt ist hier auch erstmal Ruhe. Wir müssen wachsam sein, vielleicht planen sie etwas. Und ich muss gleich mal zu Lana mal gucken, wenn ich die Festung erobert habe. Besiege alle Zielgegner und beschütze Sia. Die Nordwest-Magiekammer wurde erobert und liefert keine Verstärkung mehr. Die Nordwest-Magiekammer ist auf Nordost. Ne, nochmal Nordwest. Ich bin schon wieder schneller als das Spiel. Sia darf nicht fliehen. So, wo ist der Festungskommandant? Da ist er. So. Ach, was haben wir denn da noch Feines? Wie der vom Hammer da. Verlangt wurde. Die Truppen von Dunkelzieher haben weitere Verstärkung erhalten. Noch mehr. Die Nordost-Magiekammer wurde erobert und liefert keine Verstärkung mehr. Ja, ich muss ja alle erobern, das ist klar, weil ich auch das Herzteil haben will. Und Stufe erhöht. So, dann werde ich mal... Link, du hilfst mich zu beschützen? Oh, was geht denn da jetzt ab? Du bist nicht mehr unser Feind. Link will dir helfen. Wie die anderen hier auch. So, Lana bitte. Wie sieht's mit Sia aus? Anscheinend noch in Ordnung. Ja, doch, passt, glaube ich, noch. Wobei sie hat schon ein bisschen Schaden genommen. Also ich muss mir jetzt gucken, dass ich jetzt ein bisschen aufpasse. Eine ausgezeichnete Leistung! Vor allen Dingen, wenn ich da die Gegner sehe, die da einen Ansturm planen. Ihr bleibt mal stehen. Nix da. Sia, weißt du etwas über diese Doppelgängerin? So, nix da. Ihr geht nirgendwo hin. Dunkelzieher, sie hat meine Magie gestohlen und wollte meinen Platz einnehmen. Das werde ich nicht zulassen. Die Truppen von Dunkelzieher haben vielerorts Verstärkung erhalten. Oh, noch mehr. Der Gipto rückt Richtung Sia vor.
Schon wieder feindliche Verstärkung. Eigentlich wollte ich diese Attacke nicht machen. Das war sicher nicht alles. Wahrscheinlich kommt noch mehr Verstärkung. Besiege die Zielgegner und beschütze sie ja. So. Da der Gipto da schon wieder ankommt und ich da sowieso da gerade in der Gegend bin. Und eine Skulptula wurde gesichtet, okay. Boah. Da oben. So, und weg mit dir. Boah, das mach ich mal. Boah, was geht denn hier ab? Oh, das ist gar nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Und schnell die Skulptula gleich finden. Markus-Veteran bereitet eine Beschwörung vor. Ja, genau. Ah, zum Glück ist die direkt da in der Nähe. Okay. Zum Glück. Eine Magiebeschwörung. Ja, genau. Wenn es weiter nichts ist. Okay, da kommen die nächsten. Besiege den Magus-Veteran. So. Und dann noch den da. So. Link, du bist wieder an der Reihe. Bist du da oben? Okay, dann. Ne, da bist du. Okay, dann. Kümmere ich mich gleich um... Ja, oder wobei, Tetra ist da. Ne, der König. Ja gut, dann macht das der König mal. Dann sehen wir den zum ersten Mal, den König. Den König von Hyrule. Der mit seinem Schiff angreift. Ach, das ist nur so einer. Ja, okay. Ja, aber ich sehe schon. Der macht nicht so viel Schaden, tatsächlich. Ja, wobei, das passt. Hilfe! Ja... So, und tschüss, Markus-Veteran. Meine Güte. Ah, sie geht schon wieder ab hier in der Mission. Siege den Markus-Veteran. Mission erfolgreich. Der Markus-Veteran wurde besiegt. Aber der haut schon rein. Also ich freue mich, wenn wir den aufstufen. Jetzt sollte Schluss mit der Verstärkung sein. Okay, und bei Sia ist auch momentan erstmal ruhig. Die Gipto rückt Richtung Sia vor. Und eine Truhe. Das wohl die für... Ah, nee, für ihn ist das. Okay. Oder das könnte nicht, muss nicht unbedingt das Herzteil sein. Es gibt ja hier auch Nahrung in Truhen. Oder Feenkleidung, glaube ich. Aber es ist das Herzteil. Wunderbar. Wunderbärchen, sage ich mal so. Gut, aber Ende ist es noch lange nicht. Ende im Gelände ist hier noch lange nicht. So, jetzt reicht es mir hier mal. Ich bin hier mal aufgeräumt hier. So, aber ich sehe schon, links sieht es tatsächlich ganz gut aus. Wir haben schon hier links komplett aufgeräumt. Links sieht schon sehr, sehr gut aus. Also von links kommt da nichts mehr. Und wieder vielerorts Oh, ist nicht euer Ernst hier. Frostnachtschwärmer rückt Richtung Sia vor. Noch mehr? Sie dürfen nicht zu Sia gelangen. Zeit, dass ich mal schnell die Festung da einnehme. Sie hat genug Magie und all diese Monster und trotzdem hinter Sia her. Besiege die Zielgegner und beschütze Sia. Boah, heiliger geht das ab. Boah, ich muss gleich unbedingt zu Link wechseln, wenn ich den besiegt habe. Unbedingt, weil da nähert sich schon wieder einer von den Zielgegnern. Und die hat nicht mehr viel Energie. Schneller! Oh, ja okay, sie hat ja noch Energie. Das kann man ja nicht sagen. Aber wie gesagt, sterben darfst du nicht. Sonst war ja alles für die Katz. Und der Motivator bereitet eine Verstärkung vor. Ja, genau. 1300 Feinde.
Ich werde nicht untätig rumsitzen. Na, ja, das tust du schon nicht, meine Gute. Besiege den Motivator. Dann würde ich mal sagen, Tetra. Oder wer ist da? Ne, da der König. Ja, wobei, da ist, glaube ich, auch so ein Ziehgegner. Ich glaube, die kann sich auch gar nicht wehren. Okay, aber jetzt hier erstmal Ruhe. Da werde ich mich direkt erstmal um den Motivator kümmern, weil wenn der tatsächlich noch die, die Energie von den ganzen aufpusht, ist mir das nicht so angenehm. Und ich sehe auch gleich, wir müssen gleich auch schon wieder den Part beenden. Das geht schon wieder so schnell, bis zum geht nicht mehr. So, Motivator. Du motivierst hier keinen. Du motivierst hier erstmal keinen. So. Weil darauf habe ich gar keine Lust. Aber so gar keine Lust. So, und ich sehe auch, dass ich von hier direkt zur nächsten Festung komme. Vortrefflich! Der feindliche Plan ist durchkreuzt! Ja, das freut mich ja. Mr. König Daphnos. Oh, und da sehe ich ja Magie. Aber was bringt mir die Magie jetzt noch? Eigentlich ist hier fast nichts mehr. So viel bringt mir die Magie jetzt auch nicht mehr. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht so zwischen den beiden Festungen das einsetze. Der Frostnachtschwärmer da oben. Ja, komm. Ja, komm, wenn du meinst, hier nochmal weiter zu nerven, dann... Und mal mache ich das mal schnell. Machen wir das mal, erledigen wir das mal schnell. So, und tschüss. Waren hier nicht noch Feinde gerade? Da sind sie. Ich glaube, das war es so mit den Feinden hier. 17. Truppen von Dunkelzieher haben weitere Verstärkungen. Oh, ist nicht wahr, ey. Ich komme ja zu gar nichts hier. Schon wieder, wir sind am Rande der Erschöpfung. Ich kann die Präsenz von Dunkelzieher schon spüren. Bald wird sie sich zeigen. Bitte haltet noch ein klein wenig durch. Reicht's mir aber hier. Jetzt reicht's mir hier. Besiege die Zielgegner. Feen Action. Wenn ich jetzt hier bei dem bin. Eine ausgezeichnete Leistung. 1500. Ja gut, 47. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn, aber okay. Marschbefehl. Offensivspezialist. Ja, wenn es weiter nichts ist. So, stirb. Heiliger, ist das krass, ey. Ich besiege jetzt noch die Feinde hier und dann werde ich den Part beenden. Ja, genau. Ich bin so ein Magus-Veteran. Ja, als ob. Die versuchen weiter Verstärkung zu bekommen. Das werde ich verhindern. Okay, Lana. Wenn es noch mehr werden, sind wir in Schwierigkeiten. Wir müssen uns beeilen. Besiege den anderen Magus-Veteran. Magus-Veteran, so. Ich würde sagen, wir beenden jetzt so langsam mal den Part, weil hier geht doch wieder ganz schön die Sause ab. So, jetzt habe ich erstmal wieder so Ruhe hier im Karton. So gut wie. Würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Also es geht hier wieder ordentlich zur Sache hier. Und ja. Oh, hast du besiegt? Alles klar. Gut, weiter im nächsten Part. Hier geht wie Sause ab. Ich sag mal, bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.